passiert ist das Ganze hier eigentlich in der Nähe vom Achenoer Schaugarten, nämlich im Waldviertel Krems, Kremsland. Da haben sich Menschen zusammengeschlossen, um eben dem was entgegenzuhalten, also diesen Verlust an Vielfalt, und haben sozusagen mangels öffentlicher Aktivitäten in dem Bereich, haben sie gesagt, das nehmen wir selber in die Hand, haben einen Verein gegründet und haben dann festgestellt, dass es schon mehrere Gruppierungen in Österreich gab, die sich damit befasst haben, kleine Vereine, ja. Und sie haben sich dann eben, also es haben sich dann zwei kleinere Vereine zu einem Verein zusammengeschlossen und dann eben Achenoer, den Namen Achenoer auch gewählt. Ganz allgemein gesprochen sind wir eben ein Verein zum Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt. Und Kulturpflanze ist so ein urtoller Begriff, den man ständig hört, aber keiner weiß tatsächlich, was er eigentlich heißt. Und deswegen meine Frage jetzt an Sie: Was verstehen Sie unter Kulturpflanze? Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Kultivierte Pflanze. Kultivierte Pflanze? Auf uns umgelegt irgendwie. Okay, ja. Okay, noch irgendwas? Bestimmte Pflanzen, die Sie vielleicht denken? Ja, spezielle Züchtungen. Spezielle Züchtungen, okay. Geschmack. Ich stelle die Frage immer gerne, um ein bisschen abzuschätzen, wie die Gruppe drauf ist, um ein bisschen Wissen zu haben. Also ganz allgemein. Alles, was ich anbaue im Garten. Alles, was man anbaut im Garten. Im Prinzip verstehen wir unter Kulturpflanze alles, was der Mensch über einen längeren Zeitraum gezüchtet und kultiviert hat, für egal welchen Zweck. Hier in der Achenoer bewahren wir wahrhaft lebendig die alten Kulturen. Wir versuchen ein lebendiges Erhalten der Sortenvielfalt. Weil wenn es nicht lebendig erhalten wird, dann ist es unwiderruflich oft weg. Und das ist einer unserer Arbeiten hier auch im Garten, hier in dem Schaugärten oder Vermehrungsgärten der Achenoer, diesen Schatz, den wir in den Archiven lagern, nicht verkommen zu lassen, verstauben zu lassen, sondern wirklich auch in dieser Lebendigkeit weiterzubringen, rauszubringen, sie zu begleiten, dass sie aus Jungpflanzen erwachsen werden, bis hin zur Blüte, bis hin zur richtigen Samenreife, um dann eben geerntet zu werden, gedroschen und dann wieder für die nächsten Generationen eingelagert wird. Ah ja, es ist vor circa 30 Jahren da mit der Sammlung auch losgegangen, auch natürlich vor dem Hintergrund, dass die genetischen Ressourcen und die alten Sorten, gerade auch im Nutzpflanzenbereich, immer weniger geworden sind, dass da einfach erodiert ist und viele historische Sorten, auch kulturell wichtige Sorten, verloren gegangen sind und einfach die Sorten eingeengt worden sind auf eine relativ kleine Anzahl und eine genetisch relativ enge Breite. Vor der Globalisierung waren ein Drittel unserer landwirtschaftlichen Fläche Lein und Flachs. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Wir tragen alle noch Baumwolle. Aber diese Pflanzen waren früher essentiell. Sie blühen so schön. Sie blühen so schön, ja. Sind auch super für den Boden eigentlich. Also sind komplett verloren gegangen. Aber gerade an solchen Pflanzen sind wir als Achenoer besonders interessiert. Also Pflanzen, die nicht nur von unseren Feldern verschwinden, sondern konsequenterweise auch aus unseren Köpfen verschwinden. Und damit Sie eine Vorstellung haben, von welchen Mengen wir hier reden, ja, seit 1900 sind 75% der Kulturpflanzenarten, die wir damals angebaut haben, verloren gegangen, existieren schlichtweg nicht mehr. Soll heißen, wir arbeiten mit 25% von dem, was wir noch vor 100 Jahren angebaut haben. Das ist ein enormer Verlust. Es ist richtig arg, wenn man drüber nachdenkt. Das war in den Anfang der 90er Jahren, 80er, 90er Jahre sogar noch ein Thema, das noch nicht so präsent war wie heute. Ja, also die Personen, die sich damals dafür interessiert oder überhaupt das Problem wahrgenommen haben, waren eigentlich schon sehr visionär. Man braucht immer einen Pool aus biologischer Vielfalt, aus dem man schöpfen kann für die Zukunft. Und die Entwicklung von gut angepassten Sorten, für die wir vielleicht in 50 Jahren brauchen, baut immer auf dem auf, was da ist. Und dafür braucht es eben diese genetische Vielfalt. Also die Vielfalt der Kulturpflanzen ist etwas ganz Elementares. Ja, elementar deshalb, weil es geht schlichtweg um unser Essen. Ja? Also Kulturpflanzen sind sozusagen die Basis unserer Ernährung. Ja? Und von dem her ist es einmal irgendwie jedem einleuchtend, das ist schon mal irgendwie wichtig,
und ja, dass man eine große Basis hat, auf die man zurückgreifen kann. Also wir brauchen uns ja nur die Natur als Grundgerüst anschauen. Dort, wo die Diversität am vielfältigsten ist, da ist auch der Bereich am gesündesten. Und Vielfalt bedeutet eben eine Fülle an Eigenschaften, an Formen, an Pflanzen. Ja, also einfach eine große Fülle an Nahrung. Ja. Und daher ist es einmal per se schon einmal wichtig, dass diese Fülle bestehen bleibt und sich nicht einengt und nicht zunehmend weniger wird. Ja. Warum? Weil wir natürlich als Menschen auf sehr viele Bedürfnisse haben. Ja. Also Bedürfnisse, wo wird unsere Nahrung angebaut? Ja. Also es muss in verschiedenen Klimagebieten schon einmal möglich sein, Nahrung zu produzieren. Das heißt, ich brauche von dem her schon einmal eine große Auswahl. Wir haben das Bedürfnis, uns abwechslungsreich zu ernähren. Ja, das ist nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch so mal gesund. Ja, das heißt, auch aus diesem Gesichtspunkt brauche ich schon einmal eine große Vielfalt an Nahrungspflanzen. Ja. Im Frühjahr haben wir eben Zwiebeln angebaut, die waren auf diesen Streifen. Hier sehen wir zum Beispiel eine Tagetes, die Lucida, und hier haben wir Karotten angebaut. Und aufpassen, gell? Da sind auch Karotten angebaut, wo du gerade stehst. So, man muss immer aufpassen und achtsam sein. Ja? Und wie gesagt, auch wir geben sehr viel Acht, weil nämlich diese Pflanze vertreibt Fadenwürmer aus dem Boden, die wiederum für die Karotte, für die Wurzel der Karotte Schaden verursacht und auch für die Zwiebel Schaden verursacht, weil diese Elchen oder Fadenwürmer in diese Zwiebel oder in diese Pfahlwurzel hinein sich bohren und somit das Gemüse erstens für uns dann nicht haltbar macht, weil wir müssen eben die Karotten, die jetzt auch zweijährig ist, wie auch die Zwiebel zweijährig ist, eben lagern. Und diese Pflanze hilft uns, dass die Zwiebel und die Karotte gesund bleibt. Denken Sie daran, vor zwei Generationen hatte jede Familie eigentlich noch ihren eigenen Bauerngarten, in dem sie Lebensmittel angebaut haben. Und all das, was ich Ihnen heute erzählt habe, ist Wissen, das vor zwei, drei Generationen noch jeder hatte. Ja, das war einfach, das hat man einfach gehabt. Man hat einfach sein eigenes Gemüse angebaut. Und jede Familie hatte Haussorten, die speziell auf den Garten gezüchtet waren, unter diesen Bedingungen perfekt zu wachsen. Und das Saatgut dieser Pflanzen war der Schatz der Familie, weil es die Familie ernährt hat. Und heutzutage hat das nicht mehr diesen Stellenwert. Überhaupt nicht. Und das Wissen darum geht einfach verloren. Ich kann Ihnen sagen, ich selber hatte Gespräche mit Kindern, die dachten, dass Karotten am Baum wachsen. Ungelogen. Waren Wiener aber trotzdem. Ich bin auch widerrede, ich darf den Witz machen. Aber wie auch immer, also das ist echt Wissen, das immer mehr verloren geht. Und deswegen ist unsere Sache nur auch die Wissenserhaltung um diese Pflanzen so wichtig. Eines unserer schönsten Mottos ist Vielfalt retten durch Aufessen. Es war von Anfang an klar, dass sich der Verein ganz praktisch mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Also ein bisschen politisch, aber in erster Linie wirklich praktisch. Praktisch im Sinne von, wir sammeln seltene Sorten, wir vermehren seltene Sorten, ja, und geben sie auch weiter. Ne? Also dieses war sozusagen der Kern der Aufgabe. Ja? Es wäre super, wenn mehr Leute sich dafür interessieren, auch überhaupt für alte Sorten sich interessieren, weil jeder Baum, im Fall des Obstes jetzt jeder Baum, aber auch jeder, der eine bestimmte Gemüseart oder eine bestimmte Getreideart bei sich anbaut, unterstützt damit die Erhaltung dieser Sorte. Also wir sagen immer, wenn die Sorten dann wieder als Bäume in den Gärten stehen und von den Menschen geschätzt werden, dann braucht man sie auch nicht mehr so erhalten, weil sie sind praktisch erhalten. Wir unterscheiden auf vegetative und generative Vermehrung. Generative, ich beschreibe das als Generation, das heißt, du hast Eltern, du brauchst Pflanzen, die eben dann Samen erzeugen
Und die sind dann auch in den Archiven lagerbar. Wir haben aber auch vegetativ vermehrte Kulturen, wie Kartoffeln, Schalotten, Knoblauch. Und die müssen jedes Jahr von Neuem wieder rausgepflanzt werden. Die kann man nicht so lange lagern. Die sind auch sehr schwer, über so lange Zeit in einer Lagerung zu halten. Somit ist es unsere Aufgabe, wir haben eine Erdäpfelsammlung, die muss jedes Jahr raus. Das sind 167 Sorten circa, die jedes Jahr ausgepflanzt werden müssen, betreut werden dürfen und dann geerntet und wieder eingelagert werden. Man kann sehr viele Samen von fast allen uns üblichen Gemüse- und Getreidearten kann man auch tieffrieren. Ja? Und das ist ein sehr, sehr gutes Mittel und Methode, um es länger haltbar zu machen. Ja? Wir haben vorher schon über Keimfähigkeit gesprochen und was das bedeutet. Also Keimfähigkeit ist sozusagen das Allerwichtigste. Das Saatgut muss auch wachsen wieder. Ja? Keimfähigkeit kann ich auf einem hohen Niveau halten, indem ich Saatgut tieffriere. Das ist auch etwas, was wir hier machen, ja, am Gelände. Also wir haben auch eine Tiefkühlkammer, da kann man das länger konservieren. Grundsätzlich ist es gut abgesichert. Es ist so, dass in dem Raum hier jetzt gar keine Klimaanlage drin ist. Also wir sind da ein bisschen in die Erde hineingebaut und haben da immer Raumtemperatur mehr oder weniger das ganze Jahr. Und in den Flaschen sind das Saatgut luftdicht gelagert und hält dort, wenn es entsprechend trocken ist, eigentlich auch mehrere Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Art. Also die unterschiedlichen Pflanzenarten haben einfach unterschiedlich haltbare Samen. Für die wirklich ganz langfristige Lagerung ist es gut, wenn die Samen eingefroren sind. Dafür haben wir die Gefrierkammer und die ist natürlich auf Strom angewiesen. Also die Kammer ist dann da dahinter. Wir haben eine Jacke noch. Wenn da der Strom einmal ausfällt, haben wir grundsätzlich auch ein Notstromaggregat. Wenn der Strom längerfristig ausfällt, dann baut das Saatgut halt auf, aber dadurch, dass es eingeschweißt ist in Aluminiumverbundsackern in unserem Fall, passiert da auch nicht viel. Also dann ist es halt einmal vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen bei Raumtemperatur und im besten Fall kann man dann irgendwann einmal auch wieder das Aggregat oder die Stromversorgung wiederherstellen und dann wird es wieder eingefroren. Aber dadurch, dass es immer eingeschweißt bleibt, bildet sich da auch kein Kondenswasser zum Beispiel. Also es ist jetzt keine Tragik, wenn einmal der Strom ausfällt. Wenn man sich so um die Erhaltung von seltenen Kulturpflanzen bemüht, dann das Wesentlichste ist, dass das Saatgut, das man erhält, ja, oder die Pflanzen, dass die vital sind und keimfähig sind, dass man die immer gut wieder anbauen kann. Ja? Und Saatgut ist eben nicht ewig lagerfähig, ja, beziehungsweise keimfähig, ja, sondern über die Zeit nimmt die Keimfähigkeit ab. Ja, also Keimfähigkeit ist sozusagen die Eigenschaft oder die Messgröße, die sagt, wenn ich 100 Samen aussehe, wie viel Prozent keimen davon. Ja? Und unsere Aufgabe, wie halt das auch von anderen Sammlungen ist, eben die Qualität hochzuhalten. Ja, wir haben auch ganz angewandte Projekte, ja, wo es darum geht, sondern wirklich mit Bäuerinnen und Bauern gemeinsam an zum Beispiel an schmackhaften Tomatensorten zu arbeiten. Ja, also das ist ein Projekt, die Arbeitsgruppe Bauernparadeiser, das sind so 25 Betriebe, kleine bäuerliche Betriebe, die sozusagen eigene Tomaten, die besonders gut schmecken, aber auch vermarktbar sind, ja, züchten. Also da arbeiten wir auch, ist auch ein schönes Projekt, das schon über mehrere Jahre läuft. Es war so, dass die Achinoa war von Anfang an bei der Arbeitsgruppe Bauernparadeiser involviert und natürlich gibt es da große Schnittfläche an gemeinsamen Zielen, also betrieblichen Zielen wie von der Achinoa, und die Achinoa möchte natürlich
bäuerliche Saatgutarbeit unterstützen, weil das im Sinne der Diversität ist das natürlich sehr, sehr toll, wenn es nicht nur industrielle Landwirtschaft gibt, sondern auch bäuerliche Betriebe, die auch selbst Saatgut vermehren und vielleicht sogar eben eigene Hofsorten entwickeln. Weil es eben grundsätzlich so ist, dass je mehr Leute sich mit Samenbau und je mehr Leute sich mit Züchtung beschäftigen, desto mehr Diversität gibt es dann auch am Acker. Hoppala. Entschuldige, Mayran, dass ich auf dich draufstecke. Also die pflanzen wir jetzt da, um dann eben quasi Saatgut zu gewinnen. Ja? Und das Ziel ist eigentlich eine winterfeste Zuckererbse zu bekommen. Also die Verengung und Globalisierung am Saatgutmarkt ist offensichtlich, ja, drückt sich dahingehend aus, dass es immer weniger Unternehmen gibt weltweit, die sich sozusagen mit der Saatgutzüchtung und Produktion beschäftigen. Ja, also immer weniger Unternehmen, die dafür immer größer werden, versorgen die Menschheit mit Saatgut. Ja, das ist ein Phänomen, was eben schon seit vielen Jahren jetzt sich so abzeichnet, und dem ist eigentlich kein Ende, ist nicht in Sicht. Ja? Also es gibt auch sehr große Firmen, was man nicht für möglich halten würde, wie Monsanto zum Beispiel, wurde von Bayer gekauft. Also zwei Giganten haben sich da zusammengeschlossen. Ja? Also in puncto Umsatz und Marktmacht. Ja? Und das geht weiter. Insgesamt, glaube ich, wäre schon wünschenswert, dass einfach in der Gesellschaft auch mehr Bewusstsein für dieses Saatgutthema insgesamt entsteht. Weil es aktuell so ist, wenn man im Supermarkt eine Tomate kauft, eine Biotomate, dann kommt das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit aus einem Samenkorn, das in irgendeiner anderen Weltregion, wo billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen oder ausgebeutet werden. Und das ist halt für den Konsumentinnen einfach nicht bewusst, ne, dass quasi der Anfang von ihrer Tomate zum Beispiel auf Kinderarbeit in Indien beruht. Ne. Das ist sehr gut dokumentiert, dass das gemacht wird, weil eben dieser Herstellungsprozess von Hybrid-Saatgut einfach sehr arbeitsintensiv ist. Und deshalb machen das die Konzerne nicht in Europa, weil es natürlich darum geht, Gewinne zu maximieren. Warte, ich glaube, da ist der Lafonte. Kann das sein? Ja. Das ist jetzt der Belafonte Saatgut aus einer Selektion einfach vom letzten Jahr, also vom 22er Jahr. Mhm. Ja? Und das wird dann quasi heuer wieder angesät und gepflanzt. Und dann weiter bonitiert, verkostet und halt weiter selektiert, bis es dann eine fertige Sorte ist. Wobei die Belafonte ist schon sehr weit, also die kommt heuer eigentlich schon in die Letztsichtung, weil wir es dann eigentlich nächstes Jahr Saatgut vermehren wollen. Ne? Nächste Woche machen wir den ersten großen Satzparadies. Mhm. Die Wochen sind die Melanzane dran. Und die ersten Zucchini. Und die Artischocken. Also das ist jetzt der Striped Roman. Im jungen Stadium. Und die werden jetzt umgetopft, und wenn sie dann ungefähr so eine Größe haben, die Pflanzen, kommen sie in den Folientunnel. Und dann werden sie irgendwann zum Blühen anfangen. Und die Striped Roman ist quasi eine ganz beliebte Sorte bei uns, weil sie eine total geschmackvolle rote Fleischparadies ist. Und
Genau, dann wird der Philipp auch kommen und uns einmal beim Kreuzen helfen, weil wir werden die Kreuzen mit der Sarah. Nimm die Sarah. Der Philipp nimmt die Sarah. Also wenn die blühen, werden wir die kreuzen. Wir nehmen quasi von einer Linie den Pollen und von der anderen wird einfach der Fruchtknoten quasi genommen und der Pollen wird auf den Fruchtknoten gebracht. Und wir hoffen, dass wir dadurch die Schwäche der Treibdromen, nämlich dass sie sehr anfällig auf Samtfleckenkrankheit ist, das wollen wir damit ausgleichen, weil die Sarah ist robust gegen die Samtfleckenkrankheit. Und dann wartet sehr viel Arbeit auf uns, weil wir gewinnen dann das Saatgut von dieser Kreuzung. Nächstes Jahr wird das angebaut und dann wird über die Jahre einfach selektiert, bis sie wieder eigentlich eine typische Fruchtform hat, den Geschmack hat, aber auch diese Robustheit. Und das Ganze dauert 10, 12 Jahre, bis man dann eine fertige Sorte hat. Aber das ist eben ganz wichtig, auch im samenfesten Bereich, dass wir wirklich schauen, standardangepasste Sorten zu finden, weil wir nur so den Klimaherausforderungen, die einfach immer noch anstrengender wären, begegnen können. Und was bei den Paradeisern oder sowieso bei uns immer ganz wichtig ist, beim Vielfaltsgemüse, es geht immer um den Geschmack. Das ist immer die erste Fragestellung. Schmeckt sie gut? Passt sie? Und erst dann kommen die weiteren Fragestellungen. Und in 10 Jahren kann man dann die gestreifte Sarah filmen. Genau. Ja. Also die Sarah ist sowieso schon eine Sorte, die eigentlich ein Arbeitstitel ist, die auf unserem Hof quasi entstanden ist. Ja. Und zwar, weil sie sich spontan quasi herausentwickelt hat aus einer anderen Sorte. Und die Striped Roman haben wir ursprünglich, Achenoa. Striped Roman kommt über die Rheinsaat, glaube ich. Ja. Eigentlich. Ursprünglich aus Amerika und kommt dort von einem Amateurzüchter, der wiederum eine italienische Landsorte kreuzt hat mit einer gestreiften Sorte vom Tom Wagner. Und da sieht man dann schon, wie das im Stammbaum natürlich dann immer weiter nach hinten geht. Und also wie viel Geschichte auch schon in der Sarah dann zum Beispiel auch schon drinnen steckt. Und genau, und wir leisten dann halt einen Beitrag in dieser langen Geschichte der Kulturpflanzen. Ja, ich meine, die Arbeitsgruppe Bauernparadeiser ist ja sowieso sehr aktiv unterstützt von der Achenoa. Und das ist ja eine Arbeitsgruppe, wo ganz viele Biobäuerinnen und Biobauern zusammenarbeiten und eben auch die Achenoa. Und da tauschen wir aus, wenn eine neue Sorte unter Anführungszeichen einen gewissen Level, also ein gewisses Stadium erreicht hat, wo man sagt, ja, sie kann auch schon auf andere Betriebe gehen und dann werden sie auch dort angebaut und beobachtet. Dann kann auch die Rückmeldung einmal sein, wow, die Sorte wird wirklich toll, die passt, aber es kann auch die Rückmeldung sein, bei uns passt die Sorte überhaupt nicht. Mhm. Genau. Und so ist ein ganz aktiver Austausch immer mit der Achenoa. Und wir brauchen in diesem Bereich die Unterstützung. Und der Philipp ist ja quasi die fachliche Unterstützung von der Achenoa-Seite her zu uns in die Betriebe. Genau, also die Achenoa sieht sie halt in einer Rolle, dass einerseits um die Koordination geht, wie die Anna schon gesagt hat. Das ist einerseits der Austausch von tatsächlichen Linien, aber natürlich geht es auch ganz viel darum, gemeinsam zu lernen und sich darüber auszutauschen, welche Methoden man anwendet, wie erfolgreich das war und diesen Erfahrungsaustausch eben zu begleiten. Und dann kommt man halt auch immer wieder in der Züchtung an Punkte, wo man viel Spezialwissen benötigt, also wenn es zum Beispiel um Resistenzen geht, und da braucht es dann natürlich auch jemanden, der die Zeit aufbringt und Literaturrecherche zum Beispiel durchzuführen und Züchtungsprogramme durchzudenken und auch diverse Auswertungen zu machen, wenn man dann
im Sommer das angebaut hat, Daten erhoben hat, dass man dann auch vergleicht und gerade wenn das auf verschiedenen Standorten verglichen worden ist, dass man dann auch eine gemeinsame Datenauswertung macht und die Ergebnisse dann wieder zusammenträgt. Quasi. Es bringt uns einfach alle gemeinsam viel weiter. Und das Schöne ist halt, dass diese Pflänzchen wirklich so viel Energie in sich haben. Und das Schöne an der samenfesten Saatgutarbeit ist ja eigentlich das, dass wir wirklich an dem Lebewesen Pflanze arbeiten dürfen. Ja, wir dürfen diese Paradeispflanze oder jedes andere Gemüse wirklich in ihrem gesamten Wesen wahrnehmen und begleiten. Und durch die Saatgutarbeit begleiten wir einfach eine Pflanze wirklich das ganze Jahr oder 2 Jahre oder 10 Jahre. Und man kriegt so eine Verbindung. Und die Pflanzen sind eigentlich die, die wirklich für uns Menschen und für unsere Gesellschaft wachsen wollen. Und das gelingt nur, wenn wir einfach das Saatgutthema auch wieder bei uns, bei den bäuerlichen Biobetrieben zu Hause stattfinden lassen. In die Hand nehmen. Ne? In die Hand nehmen. Hey, deine Hände her. Wir nehmen es in die Hand, Philipp. Die Sarah. Die Sarah und das treibt Traumen. Du brauchst die Theorie, gerade halt eben in den Bereichen, wo wir arbeiten, brauchst du ein sehr fundiertes botanisches Wissen, eben um eben Verkreuzungen zu verhindern, um eben auch diese Qualitäten von Samenreinheit, sage ich jetzt einmal, zu gewährleisten, dass dieses Samenechte dann auch kommt, dass eben nichts eingekreuzt wurde, dass du diese Sorte, die du angepflanzt hast, auch wieder eingelagert wird. Ich kann Ihnen sagen, wir als Achenoa, wir sind Teil eines internationalen Netzwerks No Patents on Seeds und wir gehen vor dieses europäische Patentamt und fechten die Patente an. Im Falle von Heineck und Carlsberg, die hatten 3 Patente auf Braugerste, 2 davon sind gefallen. Beim 3. wurde uns tatsächlich nicht recht gegeben. Obwohl, wie gesagt, per EU-Gesetz eigentlich verboten. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass Heineck und Carlsberg bereits 20 weitere Patente in Arbeit haben auf Braugerste. Also da laufen enorm viele Prozesse hinter den Kulissen, wo wir als Konsumenten eigentlich nicht viel tun können, außer uns zu informieren, politisch aktiv zu werden und kein Brauunion und das nicht mehr kaufen, ne? Bei der Braugerste muss man ja dazu sagen, dass es ja eine natürlich mutierte Form ist und nie jemand irgendwo im Labor dazu etwas getan hätte. Das ist allgemein das Problem bei diesen Patenten, dass sie sich sehr oft Prozesse patentieren lassen, von denen sie sagen, es sei genetisch modifizierte Prozesse und dadurch die Eigenschaft, aber diese Eigenschaft selber durch normale Mutation in jeder Pflanze spontan am Feld entstehen könnte. Ja? Das sind ganz normale Prozesse, die seit es Landwirtschaft gibt, eigentlich von uns benutzt worden sind. Seit Pflanzen gibt. Seit Pflanzen, ja. Nicht Landwirtschaft, gut. Pflanzen. Ja, okay, aber sagen wir Züchtung als solche seit Mensch, ja. Aber wurscht. Ja. Und wir haben tatsächlich vor 10 Jahren auch in der Gruppe noch diskutiert, können wir Kreuzungen machen, weil eigentlich können das ja nur Saatgutfirmen und Konzerne oder so. Ne? Das war einfach das dominierende Bild. Und da ist es schon so schön zu sehen, dass jetzt nach 10 Jahren, also jetzt wird mit einer Selbstverständlichkeit gekreuzt. Es werden jedes Jahr neue Kreuzungen angelegt auf mehreren Betrieben und viele hunderte Kreuzungen sind da in den letzten Jahren entstanden. Und das ist schon ein ganz schöner Entwicklungsprozess jetzt auch als Gruppe, wo man eben in ein sehr konkretes, ein professionelles Tun gekommen ist, würde ich sagen. Also es hat sich da wirklich einiges getan in den letzten 10 Jahren. Ja. Und das, was wir eben so machen, das ist eben diese sogenannte In-Situ-Methode. Also wir halten den Zyklus an der lebenden Pflanze. Im Unterschied dazu steht Ex-Situ und Ex-Situ ist vor allem das Einfrieren. Die Argis friert ein, das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt. Wir frieren für maximal 10 Jahre ein. Aber das bekannteste Beispiel beim Einfrieren weltweit ist in Svalbard in Spitzbergen der große Saatgut-Tresor, in dem die wichtigsten Sorten der Menschheit für den Fall einer Katastrophe eingefroren sind. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, das ist wichtig und das ist gut und das ist ein spannendes Projekt. Aber es gibt ein paar große Probleme mit diesem Tresor, warum wir das vielleicht nicht unbedingt
als selbstverständlich oder uns darauf verlassen sollten, sagen wir es so. Es kann nicht ewig verwahrt sein. Man muss natürlich auch immer wieder Saatgut vermehren. Also das machen wir natürlich auch immer wieder. Wir müssen auch unsere Sorten, unsere Akzessionen immer wieder in den Anbau bringen, um frisches Saatgut wieder einlagern zu können. Aber bei wirklich guten Bedingungen, also wenn das Saatgut sehr trocken ist und kalt gelagert wird, dort oben im ewigen Eis, ist es schon so, dass man von mehreren Jahrzehnten der Lagerung ausgehen kann, wenn die Ausgangsqualität vom Saatgut auch entsprechend gut war. Das Eis schmilzt und inzwischen ist dieser Tresor teilweise unter Wasser. Und Feuchtigkeit ist nicht die beste, ja, wir haben es am Anfang schon gehört, Feuchtigkeit ist nicht die beste Bedingung, um Saatgut zu lagern. Die Besitzverhältnisse von diesem Saatgut sind nicht so eindeutig, wie man das vielleicht glauben mag. Im Prinzip steht das Ganze auf dem Grund vom Staat Norwegen. Finanziert hat das aber irgendwie Bill Gates. Irgendwie haben die Länder, die das eingeschickt haben, denen gehört theoretisch das Saatgut. Aber das Saatgut ist eigentlich ja Monsanto, Syngenta und DuPont, weil das sind hauptsächlich diese drei großen Firmen, von denen es ist. Alles irgendwie ein bisschen kompliziert. Und ganz abgesehen davon, im Falle von einer atomaren Katastrophe, die theoretisch all unser Saatgut probieren könnte, wer von uns geht mal rauf und nach Svalbard und holt das Saatgut? Ist jetzt nicht ums Eck, also geht man schon ein Stück hin. Und es ist auf einer Insel übrigens auch noch, also nicht so ganz einfach. Ich glaube, was unsere Aufgabe auch ist als Achenoa, ist auch ein bisschen das, was sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse auch ein bisschen in die Praxis zu tragen. Ja, also das sehe ich schon auch sozusagen etwas, was wir beisteuern können, ist sozusagen diese hier auch ein bisschen so Brücken zu bauen. Ja? Aber nicht nur jetzt von der wissenschaftlichen Forschung hin in den Gartenbau, sondern auch umgekehrt. Ja? Also was auch unsere Stärke ist und was ich auch immer wiederum gespiegelt bekomme von Leuten, die in der Wissenschaft tätig sind, dass es sehr, sehr wichtig ist für sie, dass sie sozusagen auf unser Netzwerk auch zugreifen können, um auch umgekehrt, ja, auch sozusagen zu sehen, was läuft in der Praxis oder wie wird Vielfaltslandwirtschaft betrieben, ja, daraus auch zu lernen, ja, oder auch so, sagen wir mal, die Anknüpfung zu haben, ja. Also, dass jetzt nicht nur das alles als Liebhaberei zählen muss, weil eigentlich muss man eh mehr reinstecken, als man rauskriegt, sondern dass da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das so zu gestalten, dass es wieder Sinn macht, auch im ökonomischen Sinn, damit es mehr Landwirte auch anspricht und dass mehr Landwirte umsetzen können. Die richtige Alternative wäre halt, diese attraktiven Alternativen gerade im Winter gemeinsam zu erforschen und zu entwickeln, was es da gibt. Also es gibt ja viele Pflanzen, die man auch zur kalten Jahreszeit bei uns gut produzieren kann, wie man da sieht. Und das gilt es halt einfach auch noch mehr auszubauen, wo man wirklich heizungsfrei, also erdölfrei im Winter lokales Gemüse produzieren kann. Also das wurde im Februar im Freiland geerntet und wirklich ohne irgendeine Beeinträchtigung. Also alles, was Violett als Farbstoff hat, ist sehr, sehr winterrobust. Und wir sind eben auch engagiert in einem Projekt, das nennt sich Heizungsfreies Wintergemüse. Bei uns wachsen mehr als 100 Sorten, nur im Winter, die wir frisch ernten können. Ja? Und wirklich ohne Energieeinsatz wachsen und geerntet werden können. Gerade bei so etwas Essentiellen wie im Essen ist es ja eigentlich absurd, dass wir das so aus der Hand geben. Ne? Also vielleicht ist es ja wirklich nicht so wichtig, ganz viel Konsumgüter lokal zu produzieren. Oder vielleicht braucht man die einfach insgesamt nicht. Ne? Aber bei sowas Essentiellen, was ich jeden Tag zum Überleben brauche, dass man da als Gesellschaft oft so wenig Aufmerksamkeit drauf legen, ist eigentlich erstaunlich. Ja? Und das ist ja auch ein Punkt der Achenoa, um halt hier auch dieses Wissen zu vermitteln, so gut wie es geht. Es gibt auch dieses Bildungsprogramm in der Achenoa, wo immer wieder Seminare, Workshops, Online-Vorträge gemacht werden, eben nicht nur für die Mitglieder, sondern auch eben für jene, die sich interessieren. Also Wissensweitergabe ist sehr wichtig. Finde ich schon sehr wichtig. Im Fall vom Samenarchiv finde ich es so erstaunlich, weil es da
so viele verschiedene Ansprüche, je nachdem, was für eine Kultur das ist, habe ich ein anderes Prozedere, wie ich da am besten Saatgut gewinnen kann und wie ich das Saatgut haltbar mache und wie das halt dann auch, wie die Pflanzen überhaupt teilweise dazu bewegt werden, Samen zu machen. Also es gibt ja auch zweijährige Kulturen, die im ersten Jahr ist das dann eben der Krautkopf und erst im zweiten Jahr, und da muss ich diesen Krautkopf aber über den Winter auch pflegen in gewisser Art, in ganz bestimmter Art, damit er dann im zweiten Jahr auch wirklich eine Blüte und Samen bilden kann. Und dann kann ich erst das Saatgut gewinnen. Also das ist schon eine Menge an verschiedenem Wissen zu den einzelnen Kulturen, die hier auch bei der Achenoa erhalten wird und die von der Achenoa auch weitergegeben wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit die Menschen auch dann die Möglichkeit überhaupt haben, diese Sorten bei sich zu erhalten und sich selbst das Saatgut zu gewinnen. Weil sonst sind sie wieder abhängig davon, das irgendwo einzukaufen. Ja, einerseits ist es natürlich immer schön, wenn Leute die Sammlung selbst besuchen und dann ganz begeistert sind davon, was da alles schlummert. Und zum Teil sieht man ja auch schon bunte Farben an den Samenkörnern. Und es ist immer schöner, wenn man auch Rückmeldungen bekommt zu vielleicht Sortenempfehlungen, die man ausgesprochen hat. Wir geben ja auch sehr gerne immer wieder Saatgut ab. Und wenn dann eben die Rückmeldung kommt, ja, das hat an dem Standort wirklich gut funktioniert, vielleicht war es sogar eine Sorte, die historisch in der Region gewachsen ist, und dann immer schön, wenn man da dann auch das wieder in den Anbau bringen kann, durch die Hilfe von engagierten und interessierten Menschen. Also, dass viele Menschen dieses Bedürfnis haben, ja, und irgendwo das gern machen möchten, aber eben vielleicht nicht die Zeit haben oder auch nicht dieses grundlegende Wissen, ja. Also ich glaube, dass es da zum einen einmal eine in der Werthaltung eine Änderung gibt, ja, die ich auch für sehr positiv empfinde. Ja, also dass Menschen sagen, ich möchte das wieder tun und Selbstversorgung, auch wenn es nur im Kleinen ist. Aber ich sehe auch, dass hier auch noch viel, sagen wir mal, nicht das notwendige Wissen da ist, ja, was auch vielleicht nicht überliefert wurde oder wo es einfach auch eine, ja, noch ein bisschen braucht. Ja. Experimentieren und sich trauen, Neues zu erforschen. Ich glaube, einer der Punkte ist auch, was sehr interessant ist, ist, nicht in jedem Garten gedeiht das gleiche Kraut. Und das ist auch etwas, was mir so in den Jahren begleitet hat, war, dass die Menschen dann ein bisschen verzweifeln und sagen dann so, ach, bei mir funktioniert das nicht, ja. Und aber dafür gibt es vielleicht einen Nachbarn, bei dem funktioniert es. Bei dem funktioniert aber anderes Kulturgemüse nicht. Und der Punkt des Gemeinsamen ist, glaube ich, einer der effektivsten Prozedere, die in unserer Welt wieder Fuß fassen dürfen, um nicht nur die Pflanzendiversität, sondern auch das menschliche Miteinander über die Pflanzen wieder zurückzugewinnen. Aber wichtig ist in dem Fall auch, dass die Menschen die Sorten auch nutzen, dass sie kennen und dass sie sie auch nutzen können. Weil nur das, was ich verwenden kann und was ich dann auch in der Marmelade oder im Curry oder wo auch immer essen kann, das ist mir was wert oder das erhalte ich dann auch viel lieber. Wenn man einfach nur einen Baum hat und der macht hauptsächlich Dreck, dann ja, wird man sich nach einigen Jahren überlegen, ob man ihn noch behalten will oder nicht. Aber wenn man weiß, man kann den zu einer herrlichen Marmelade oder zu einem wunderbaren Apfelmus machen, dann ist das was ganz was anderes und man freut sich jedes Jahr drauf.